bei Ihnen passt soweit alles, Frau Meier. Sehr schön, das freut mich. Ja, allerdings haben wir noch eine Kleinigkeit zu klären. Okay. Und zwar vor der Geburt Ihres Kindes müssen wir Ihnen noch Antikörper verabreichen. Was? Das ist aber grundsätzlich nichts Schlimmes. Warum? Was heißt das denn? Nein, es ist nichts Schlimmes. Ich werde Ihnen das erklären. Aber beruhigen Sie sich erstmal. Aber, oh Gott, mein Kind! Wollen Sie Schokolade? Ich hab gedacht, mit meinem Kind sei alles in Ordnung. Ich werde es Ihnen erklären, okay? Es ist nichts Schlimmes. Schauen Sie doch als erstes mal hier in dieses Buch. Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Willkommen in meiner Erklärwelt. Hier können wir herausfinden, was es mit dem Rhesusfaktor auf sich hat und warum genau dir jetzt Antikörper gespritzt werden müssen. Wie du vielleicht weißt, besteht unser Blut aus festen und flüssigen Bestandteilen. Die Erythrozyten, die für uns wichtig sind, gehören zu den festen Bestandteilen unseres Blutes. Ist man rhesuspositiv, dann findet man auf diesen Zellen bestimmte Eiweißstrukturen, die sogenannten Antigene. Rhesusnegativen Menschen fehlen diese Antigene auf der Membran der roten Blutkörperchen. 85% der Europäer besitzen übrigens dieses Rhesusantigen, welches man nach dem Rhesusaffen benannt hat, wo man sie das erste Mal nachgewiesen hat. Wenn ihr euch fragt, warum die Eiweißstrukturen Antigene heißen, dann müssen wir uns anschauen, was passiert, wenn man rhesuspositives Blut mit rhesusnegativem Blut vermischt. Da die Eiweißstrukturen vom rhesuspositiven Blut für den rhesusnegativen Mensch als fremd angesehen werden, bildet dieser daraufhin sogenannte Antikörper. Diese verklumpen mit den Antigenen auf den Blutzellen ähnlich einer Schlüssel-Schloss-Reaktion. Daher auch der Begriff Antigen, Antikörper generierend. Im Anschluss daran werden die verklumpten Blutzellen abgebaut. Wie winzig diese Antigene sind, zeigt folgender Vergleich. Wenn die Allianz Arena in München eine rote Blutzelle darstellt, dann entspricht ein Tennisball an der Arena einem Antigen auf der Blutzelle. Die Antikörper haben im Vergleich dazu die Größe eines Tennisschlägers. Und genau dieses Verklumpen von Antikörpern mit den Antigenen auf den roten Blutzellen ist das Hauptproblem mit dem Rhesusfaktor bei Schwangerschaften. Schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Ist die Mutter des Kindes rhesusnegativ und der Vater rhesuspositiv, wie in unserem Beispiel, so besteht die Gefahr, dass der Rhesusfaktor, der vererbt wird, bei dem Kind positiv sein könnte. Trifft dies zu, sitzt auf den Erythrozyten des Kindes im Gegensatz zu denen seiner Mutter das zusätzliche Antigen. Während der Schwangerschaft ist das noch kein Problem, da die Plazenta eine Art Schrank darstellt und verhindert, dass sich das rhesuspositive Blut vom Kind mit dem rhesusnegativen Blut der Mutter vermischt. Doch bei der Geburt des Kindes kommt es nun durch das Reißen der Plazenta dazu, dass rote Blutkörperchen des Kindes in die Blutlaufbahn der Mutter dringen können und die Mutter nun, aufgrund des Antigens, passende Antikörper und Gedächtniszellen gegen das Antigen des rhesuspositiven Blutes bildet. Aber das ist bis dahin nicht weiter tragisch. Kind und Mutter wohlauf. Problematisch wird es aber jetzt beim zweiten Kind, wenn dieses auch rhesuspositiv ist. Wie wir wissen, ist die Plazenta zwar undurchlässig für Blutzellen, nicht aber für Antikörper. Und genau da liegt das Problem. Schon während der zweiten Schwangerschaft gelangen die Antikörper gegen das rhesuspositive Blut von der Mutter in den Blutkreislauf des Fötus. Und was jetzt passiert, wissen wir auch schon. Die kindlichen Blutzellen verklumpen mit den Antikörpern. Und diese Verklumpung, die man auch als Agglutination bezeichnet, bringt schwerwiegende Folgen mit sich. Solche schwerwiegende Folgen können zum Beispiel schwere Behinderungen sein oder sogar Totgeburten. Um zu verhindern, dass solche schwerwiegende Folgen auftreten, werden der Mutter vor der ersten Geburt Antikörper von außen gegen das Rhesusantigen gespritzt. Somit verhindert man, dass das Immunsystem der Mutter selbst aktiv wird und Gedächtniszellen und Antikörper bildet. Das Verabreichen der Antikörper für die Mutter stellt demnach eine passive Impfung dar. Und somit besteht dann auch keine Gefahr für das zweitgeborene Kind. Hey, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also müssen mir jetzt immer nach der Geburt eines rhesuspositiven Kindes Antikörper gespritzt werden, da ich ja rhesusnegativ bin und mein Mann rhesuspositiv. Super, jetzt habe ich es verstanden. Ganz genau. Also kein Grund zur Panik. Jetzt bin ich aber beruhigt. Ich hatte wirklich kurzzeitig Panik.
Wirklich panisch? Ja, aber es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank. Ja, ich muss es Ihnen jetzt mal sagen, Frau Doktor. Sie sind wirklich die Beste. Ich habe Sie wirklich gern. Danke, ich hatte noch nie so eine gute Beziehung zu einer Ärztin. Immer schön ausruhen. Ja, tschüss. Tschüss. Immer diese Hormone. Hallo, ich bin die Lochina. Und ich bin die Kimberly. Wir gehen beide in die 11. Klasse. Im Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Und ja, wir hoffen, dass unser Video euch gefallen hat. Ja, tschüss. Tschüss.